Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute tauchen wir in die geheimnisvolle Welt der Kallax-Linien ein und werfen einen genaueren Blick auf die Batterie Heckmannsberget. Diese unterirdische Anlage ist nicht nur ein Relikt aus dem Kalten Krieg, sondern auch ein faszinierendes Beispiel für die Ingenieurskunst und Geschichte der Telekommunikation. Lasst uns gemeinsam eintauchen, um die verborgenen Geschichten, die Funktionsweise und die Bedeutung der Batterie Heckmannsberget innerhalb der Kallax-Linien zu entdecken. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute sind wir wieder unterwegs und wir wollen heute einen weiteren Spot erkunden von der Kallax-Linie, also der Verteidigungslinie von Schweden aus Richtung ehemalige Sowjetunion, also den Übergangsweg der Sowjetunion über Finnland nach Schweden wollte man halt sichern und hat halt entsprechende Verteidigungsstellungen errichtet. Und einen dieser Spots schauen wir uns heute an und was wir alles finden, das seht ihr in diesem Video. Also wie es aussieht, sind wir hier auch direkt auf dem Bunker. Und wir haben jetzt hier wieder ein riesiges Schiff geschützt. Wir haben ja schon mal bei der Kallax-Linie an einem Standort auch mehrere Geschütze, doppelläufige gefunden. Und das ist hier auch wieder ein Schiffsgeschütz, was man dann halt in den 60er Jahren, um 1960 rum halt hier mit zusätzlich verbaut hat. Und das ist halt auch wieder ein Riesengeschütz. Hier hat man wieder so ein extra Käfig drumherum gebaut, wo das Ganze halt entsprechend zusätzlich abgetarnt werden konnte mit Netzen und so weiter. Und hier wäre normalerweise der Zugang. Aber auch hier ist ein Schloss. Also man hat das hier leider gesichert. Normalerweise ist das hier nicht mehr von einem Museum bewirtschaftet. Also es war mal so eine Art Freilandmuseum, kann man sagen. Das ist aber auch schon sehr, sehr lange her. Und mal gucken, ob man halt irgendwo reinkommt. Das wäre nicht schlecht. Gegenüber von dem Geschütz gibt es jetzt hier noch eine Klappe. Und die scheint auch aufzugehen. Aber hier hat man nur Elektrik drin. Ich weiß jetzt nicht für was. Ob das muss ja wahrscheinlich zu der Anlage mal gehört haben. Mal schauen, was wir jetzt hier unten noch finden. Also es gibt auf jeden Fall noch Tarnhäuser und so weiter, wo man unterirdisch irgendwie rein kann. Mal gucken, wo wir das finden. An der Kanone. Jetzt direkt der Weg hier runter, gibt es scheinbar auch wieder so eine Art Grabensystem. Das haben wir jetzt auch schon sehr oft gesehen. Und hier gibt es wieder so einen Unterstand, einen betonierten. Ich versuche mal hier unten reinzuklettern. Oh, wir müssen aufpassen. Hier ist wieder Mr. Frog. Den wollen wir nicht unter dem Fuß kleben haben. So. Okay, ich komme. Melanie sagt gerade, ihr habt ein Haus gefunden. Und ja, es ist wieder genau das gleiche, was wir, wenn ihr euch erinnern könnt, an der anderen, an dem anderen Standort hatten, der Kallax-Linie. Das hier
diese, ja, ich weiß nicht, was das ist, ein Unterstand, ja, keine Ahnung. Es geht ja nicht weit rein, obwohl das hier ringsrum betoniert ist, also man sieht das ja hier. Also es gibt hier noch drunter diverse Natursteine, die man verwendet hat, und dann wurde das hier einfach betoniert. Ob das jetzt nur so Vorratsräume waren, weil groß sind sie ja nicht. Aber hier muss halt irgendwas drunter sein. Man hat jetzt hier wieder was für typischen Bunker für die Belüftung. Da auch. Ja, das ganze Ding hier im Prinzip, wo ich jetzt hier drauf stehe. Da habt ihr das nächste. Hier ist ja die Kanone. Da ist aber noch ein Schloss dran. Ja. Hier würde es reingehen. Da war sogar auch eine Tür. Da an der Seite. Da ist jetzt aber auch eine Metallwand vernietet. Also ich habe das in Erinnerung, dass das mal alles offen war. Ich weiß nicht, wie lange man das so, ja, als Museum deklariert hat, als offenes. Das ist mir halt relativ neu. Weil das auch nicht ausgeschildert ist oder irgendwas. Da ist jetzt dieses ominöse Haus, was ich meine, was Melanie jetzt gefunden hat. Das hat nämlich eigentlich eine ganz interessante Bewandtnis. Boah, diese riesen Pilze hier unten. Wahnsinn. Dann gehen wir jetzt hier mal hoch. Das wird nicht mehr bewirtschaftet. Was ihr hier sehen, das ist alles lost. Hier wird nichts mehr gemacht. Dieses Haus ist auch komplett einsturzgefährdet. Wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt hier nicht abrauschen. Gehen wir hier an der Seite her. Jetzt hier rein. Ja. Ja, man sieht ja hier, dass die Tiere überall hier drin waren. Und hier hat man noch die Betten und so weiter. Hier auch. Auf den ersten Blick sieht das nämlich halt ja, aus wie so eine übliche Hütte, die man so im Wald hat. Und hier wird es nämlich interessant. Hier haben wir jetzt einen geheimen Gang nach unten, und ich hoffe nicht, dass der jetzt hier irgendwie gesperrt ist. Erst zu. Ja, Leute, das hätten wir euch jetzt gerne gezeigt. Was hier sich unter dieser Klappe halt befindet, ist ein Tunnel zu einer dieser Kanonen, beziehungsweise da unten konnte man mit den anderen Anlagen kommunizieren, aber hier hat man mittlerweile eine Sicherung eingebaut, wie ihr hier seht. Ich habe gerade eben getestet, ob das vielleicht locker ist, aber leider nicht. Also muss hier schon wieder irgendwas passiert sein, weil das hätten wir euch gerne gezeigt. Das war, ist richtig, richtig interessant. Vielleicht besteht die Möglichkeit, dass man irgendwie von der anderen Position, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, ob man vielleicht diesen Weg hier rein könnte. Wir schauen einfach mal. Aber das Ganze ist halt spektakulär, weil das hier nur eine Holzhütte ist. Und dann hat man hier so einen geheimen Tunnel praktisch in dem Bunker. Ja, ihr seht ja auch schon, es ist ein bisschen Müll drin. Also hier wird vermutlich mal was passiert sein. So, ich bin jetzt hier nochmal auf das Gitter gestiegen, um euch das hier zu zeigen. Taschenlampe mal festzumachen. So. Ich versuche jetzt mal die Kamera ein bisschen nach unten zu halten, um euch das gegebenenfalls mal ein bisschen zu zeigen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ihr was sehen könnt. Ihr müsst ein bisschen was sehen können, hoffe ich. Ich habe den Arm jetzt komplett ausgestreckt. Ihr müsst zumindest hier in den Gang schauen können.
Da habt ihr einen Einblick, wie das da runter geht. Ja, mehr können wir euch erstmal von der Seite nicht zeigen, aber ihr wisst, worum es hier geht. Wir sehen am Haus jetzt direkt hier dieser ganze Bereich hier. Hier stehen wir praktisch auch schon auf dem Bunker. Und hier würde es sogar noch zum größeren Zugang gehen. Also man hat jetzt im Prinzip, so wie es aussieht, einfach alle Sachen jetzt mittlerweile verschlossen, verschweißt. Dicke Schlösser. Wie gesagt, das war alles mal. Oh, das ist locker. Ach so, ich dachte gerade. Man, das ist alles mal irgendwie offen, aber ich vermute mal, so wie das hier aussieht, wird hier sogar ein Aggregat oder sowas drin gestanden haben. Das ist so typisch irgendwie. Naja, aber wie gesagt, wir sind hier noch nicht durch. Hier gibt es noch einiges zu sehen und vielleicht haben wir ja Glück und kommen auch irgendwo noch rein. So, wir gehen jetzt hier einfach mal weiter. Wir haben jetzt hier noch irgendwie ein Haus und hier ist schon die nächste große Kanone. Wahnsinn. Aber dass das trotzdem hier alles noch unbeschmiert steht, liegt einfach daran, dass der Weg hierhin, das ist alles nicht so einfach und das ist halt mitten in der Pampa. Ja, also teilweise hat man dann mal hier versucht, das irgendwie, ja, museumstechnisch herzurichten, aber es ist nicht wirklich gelungen. Dann hat man dann wahrscheinlich, weil es sich nicht rentiert hat, wieder dieses Phänomen, dass es vielleicht nicht lohnt, hat das dann einfach nur grundlegend gesichert. Hier die nächste große Kanone, also nochmal wirklich immense Dimensionen. Leider weiß ich jetzt nicht, von welchem Schiff diese eventuell sein könnte. Es gab ja die HMS Georg, die fünfte oder der fünfte. Und dann gab es noch diverse andere Schiffe, wo man die Kanonen abmontiert hat. Man sieht ja hier zum Teil auch noch ein bisschen was von der Tarnung, von dem Tarnnetz, was man hier rüber gespannt hat, damit man das aus der Luft nicht so einfach erkennen kann. Und die zeigen alle irgendwie auch in diese Richtung hier hinten. Oh, hier ist noch was offen, aber das ist höchstwahrscheinlich wieder. Ja, das ist halt so komisch, ne? Das sind hier so kleine Bunker. Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass das was mit der Munition zu tun hat. Aber so nah direkt, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Okay. Ja, hier geht's dann zu dem Hauptzugang, der ja leider auch verschlossen ist. Also diese Zugänge müssten wahrscheinlich direkt auch unter die Kanone geführt haben und höchstwahrscheinlich ging es ähnlich tief nach unten wie bei dem ersten Spot, wo wir an der Kallax-Linie gewesen sind, wo es ja zum Teil 4 Etagen nach unten ging. Wird hier wahrscheinlich ähnlich sein. So, hier oben geht's noch zu einer weiteren Kanone. Man hat hier noch die Lüftungselemente für den Bunker. Bisher haben wir leider keine Klappe gefunden, die vielleicht noch offen ist, um in den unterirdischen Bereich zu kommen. Aber vielleicht verbirgt sich irgendwo noch eine Möglichkeit, die vielleicht jemand offen gemacht hat. Gucken wir auf jeden Fall mal alles ab. Weil hier ist zum Beispiel nämlich noch
wieder irgendwas geöffnet worden. Aber das ist auch wieder nur diese, ja, was auch immer, für Munition. Und hier meine ich halt, wäre ein Aggregat drin. Hier unten ist eine kleine Klappe. Oh, aber auch die lässt sich nicht bewegen. Ja. Auch hier an der Seite, nein, ist nichts. Glaube ich fast. Hier ist noch eine Klappe, aber ich habe da glaube ich schon ein Schloss gesehen. Ja, ah, da kommen wir leider auch nicht rein. Schade. So Leute, dann war es das auch schon gewesen mit diesem Video. Wie ihr gesehen habt, haben wir hier auch wieder zwei mächtige Kanonen hier verbaut gehabt, diverse Bunker und auch Laufgräben. Schade ist allerdings, dass wir in keinen dieser Zugänge reinkamen, weil es durch irgendwelche Gründe bereits gesichert wurde, dass dann doch hier zu viel los war. Und schade auch, dass wir das Tarnhaus mit dem unterirdischen Zugang in den Bunker nicht begehen konnten. Wir konnten euch ein bisschen den Eingang halt zeigen, aber so ist es nun mal. Die Zeiten ändern sich und es wird halt entsprechend gesichert. Und es kann halt auch sein, dass das irgendwann mal komplett weggemacht wird. Das ist halt, das können wir nicht beeinflussen. Wir können es halt immer nur dokumentieren, den jetzigen Zustand. Das haben wir gemacht und es war auch mega interessant. Und wir hoffen, euch hat es auch gefallen und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Abo nicht vergessen, Like und schreibt uns ein bisschen was in die Kommentare, was ihr von der Anlage haltet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.